Gut, also das letzte Mal hatten wir, wir waren so weit gekommen, kurze Zusammenfassung nochmal, dass unser Reader fast komplett ist, der Printer auch und der Evaluator, der kann ein paar kleine Sachen, wir können mal gerade schauen, was er kann. Built-in, der kann car, cutter, cons, display, equal, if, minus und plus. Ich habe ihn hier mal gestartet und also man kann jetzt schon sagen 10 plus 20 und man kann das auch verschachteln. Ich kann sagen plus 10, nochmal plus 10, 10, 20 und dann nochmal 30 drauf. Und es stimmt sogar, ich kann consen 1 und 2 und ich kann auch den car mir wiederholen von so einem cons 1, 2 und ich kann den cutter holen von cons 1, 2. Das letzte Mal hatte ich noch einen Fehler gemacht. Aha, nee, da ist der Fehler. Argument ist mir gerade vorher aufgefallen, in unserer Definition hier hinten haben wir ja die Argument Counts und da war beim Cutter stand hier noch 2. Ich habe hier das schon geändert auf 1, habe es aber noch nicht neu übersetzt, das mache ich jetzt vielleicht mal, dass das auch tut. Oha, jetzt haben wir gerade eine Version, die nicht tut. Und zwar aus dem Grund, weil wir da die ifdefs geändert haben im Header-File, das muss ich jetzt erstmal alles voll noch fixen. Also hier oben war, hatten wir ja angefangen, if defined für die Pointer-Size, also die Size of int. Und das muss ich dann auch irgendwie mitgeben. Ich würde mir aber einbilden, dass es da eine Built-in-Compiler, ein Built-in-Compiler-Define gibt. Ich probiere es mal gerade damit aus. Bauen. Nein, das sieht immer noch schlecht aus. Doch, das sieht jetzt besser aus. Scheme-Main. Ach, da habe ich irgendwas gepastet das letzte Mal. Das war, glaube ich, dumm. Das hatte ich da reingepastet in den Source-Code. Schauen wir nochmal. Sieht schon ein bisschen. Scheme false redeclared with different. Ach, das muss auch noch weg. Dann nehmen. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich hier noch irgendwas drin. Ich weiß nicht, woher das Plus kam. Ich glaube, ich habe da einfach rein editiert gehabt das letzte Mal. Okay, jetzt sieht es gut aus und starten wir das nochmal. Running. Na, nochmal so. Ja, jetzt. Jetzt aber tun. Okay, so, jetzt muss aber auch der Cutter gehen. Cutter von cons 1, 2, da muss jetzt die 2 wieder rauskommen. Okay, dann, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Equal hatten wir noch, 1, 1, da muss, 1, 2 muss false kommen und equal 1, 1 kommt true raus. Das Upsa, da schau her, false. Das liegt daran, das haben wir gesehen, dass unsere Integers hier in der Version noch richtig Objekte sind und der Equal natürlich nur einen Pointer-Vergleich macht. Und so kamen wir am Ende der letzten Stunde auf die Tagged-Geschichten, dass wir Integers mit einem Tag, ich wiederhole es nochmal kurz, wir haben ja normal Pointer und alle Pointer liegen auf geraden Adressen, also alle Pointer, die zu einem vernünftigen Objekt zeigen. Und dann haben wir gesagt, da können wir da unten diese zwei Bits oder zumindest eins zunächst einmal missbrauchen und können sagen, wir nehmen für Integer sowas und legen hier den Value rein und sparen uns damit, hier ein extra Int-Objekt mit einem Value anlegen zu müssen. Und das haben wir angefangen im Header hier zu definieren. Ist Small Integer wäre dann hier, wenn das Tag gesetzt ist, da unten das Bit, ist Pointer auf ein richtiges Objekt, wenn das Bit nicht gesetzt ist. Make Small Integer, dann nehmen wir den Value her, schieben den um 1 nach links und ordern dieses Bit da unten rein. Und um den Value wieder rauszuholen, müssen wir es um 1 nach rechts schieben. Dann habe ich hier mal definiert, wie groß die maximale Integer überhaupt sein kann. Das hängt natürlich von der Wortlänge ab oder von der Size eines Pointers. Und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das ist eigentlich min-int und das wäre max-int und min-small-integer. Ist dann nämlich immer ein Bit weniger. Das heißt, wir müssten eigentlich hier sagen, define min-small-integer als min-int um ein Bit geschiftet. Und Max Small Integer als Max Int um ein Bit geschiftet. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man hier einen Signed Shift hat. Das müssten wir mal überprüfen. Hier oben, für Pointer Size 4, das sind also Maschinen mit 32 Bit, habe ich jetzt hier diesen Maximalwert und für 64 Bit Maschinen hätte ich dann diesen.
Es ginge auch anders, man kann es also auch anders definieren. Man könnte auch ein Makro definieren, das das nicht braucht, aber das ist mir jetzt zu blöd. So, okay, das wäre mal übers Übernehmen. Jetzt hätten wir, und jetzt müssen wir unseren Reader soweit ändern, beziehungsweise ich würde es an einer Stelle, da wo wir eine Integer machen wollen, da würde ich entweder eine Small Integer oder eine Full Integer liefern. Dazu brauchen wir eigentlich nochmal einen neuen Tag. Haben wir den Tag? Ach, Tag Integer gibt es noch, genau. Sie erinnern sich, wir haben ja eine Routine, die heißt Make Integer oder New Integer, Moment, im Memory drin. Sources, Scheme, Memory. Da gibt es eine Routine, New Scheme Integer. Die könnte man zum Beispiel missbrauchen und könnte, erstmal müssen wir das jetzt hier auf Int definieren, was ja der Size entspricht. Das kleine Int ist meistens nur 32-Bit groß, auch auf 64-Bit-Maschinen. Also muss man jetzt ganz arg aufpassen, wo man Groß-Int und Klein-Int schreibt. Und da können wir jetzt sagen, if eval größer gleich min small integer und, brauchen wir noch eine Klammer, und eval kleiner gleich max small integer, dann können wir so eine schnelle Integer bauen, dann sagen wir hier return, also statt dass wir allokieren, liefern wir jetzt quasi einen Pointer zurück, wo das Tag-Bit gesetzt ist und das müssen wir wahrscheinlich casten, muss mal schauen, ob wir es casten müssen oder ob unser Header-File schon vernünftig genug definiert war, da muss es doch irgendwo ein Makro geben. Make small Integer, der hat schon einen Cast drin, also können wir hier dann Make small Integer sagen. Memory, return make small integer von eval übernehmen. Jetzt müssen wir natürlich alle Routinen ändern, die irgendwas bisher mit Integern potenziell zu tun hatten. Das ist zunächst mal unser Printer. Das heißt, gehen wir mal zum Scheme Printer. Der kriegt hier auch Scheme Printer und der darf das Tag schon gar nicht rausholen. Wobei das Tag haben wir, glaube ich, auch geändert, was sinnvoll ist. Schauen wir mal, wie unser Tag-Makro ist. Tag. Nein, der greift da voll drauf zu und der würde dann natürlich voll in den Wald laufen, wenn er jetzt irgendwie eine Integer kriegt. Das heißt, hier müssen wir als erstes mal machen, is small Integer von O? Wenn ja, dann hardcodieren wir hier tag small Integer. Und wenn nein, Doppelpunkt, dann holen wir das raus. Da habe ich auch noch was vergessen, da wäre es sinnvoll, immer eine Klammer drumherum zu machen bei Makros. So. Wenn wir gerade vorbeikommen, machen wir das gerade. Eigentlich können wir hier sowieso überall. Das so tun. Okay, soweit so gut. Übernehmen. Schauen wir nochmal, was wir bauen. Conflicting Types von New Scheme Integer. Habe ich meinen Make Small Integer doch wahrscheinlich nicht richtig definiert? Muss ich nochmal reingucken. Halt, New Small Integer, da war was anderes falsch. Stopp. Return, doch, war schon richtig. Make Small Integer. Ach nee, das da, das Argument, da muss ein Int mit. Okay. Okay, übernehmen und jetzt nochmal bauen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was er schon sagt. Wenn ich jetzt hier 1, 2, 3 eingebe. Ups. Hochinteressant. Kann er eigentlich noch gar nicht tun. Da machen wir da mal einen Haltepunkt. Das möchte ich mal sehen, wie er dazu kommt. Was haben wir jetzt für ein O? Tatsächlich noch ein richtiges Full-Integer. Also indirekt O ist immer noch ein Tag-Integer. Das heißt, unser Reader hat noch ein Problem. Der hat es noch gar nicht richtig gelesen. Gehen wir mal zum Reader und schauen, was er da macht. Scheme Read Atom wird es gewesen sein. Der guckt ja hier unten, der sammelt ja erstmal die Zeichen und schaut dann hier an der Stelle is valid integer, dann sagt er new scheme integer, das ist ja hochinteressant. Aha, da ist auch schon ein Problem. Das müsste eigentlich ein int eval und da müssen wir dann hier ein ld nehmen. Und da fängt es schon wieder an, kompliziert zu werden, weil dieses ld heißt ja long. Long ist aber nicht notwendigerweise auf allen Maschinen schon 64-Bit. Also müssen wir eigentlich irgendwo ablegen, was ist eigentlich die richtige printf, Sie sehen, C ist wirklich ugly, was ist die richtige printf-String oder scanf genauso in dem Fall für longs.
beziehungsweise für, in dem Fall für Longlongs sogar, weil wir hatten es ja definiert als Longlong auf einer 64-Bit-Maschine. Ich zeige es hier gerade mal, Pointer Size. Wo haben wir es? Int. Da, Longlong. Und dann müssen wir hier, da wo dieses Pointer Size, Moment mal, wo habe ich es denn jetzt? Da steht ja noch was Falsches drin. Na, Long Long. Da müssen wir gleich definieren, da sagen wir Define. Und ich habe das mal so gemacht, ich definiere hier mir ein LD, was quasi das LD nachher werden soll, und definiere das hier einfach als LLD. Und da definiere ich else, definiere mal ein LD als nur LD, weil es ein Long ist. Und jetzt muss ich überall, wo ich bisher ein Printf hatte, und zwar oder ein Scanf im Reader, da muss ich jetzt das Ding reinbringen, und das, da kann ich jetzt hier einfach Prozent Hochkomma das hier im Prinzip reinschmeißen. Tatsächlich brauche ich das nicht. Und zwar, das nutzt einen Trick, wenn ich in C zwei Strings hintereinander konkateniere, zwei konstante literale Strings, dann macht er einen langen draus. Das heißt, das ist jetzt der erste String, ist Prozent, der zweite ist das LD, und das LD haben wir jetzt entweder als Prozent wiederum, als LD oder als LLD definiert. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob das auch stimmt. Ja, also er würde dann zum Beispiel in unserem Fall hier das LLD reinhängen, hinten dran, gehen wir nochmal dahin. Und dann sieht es quasi so aus, nach der Makroersetzung, weil das zwei Strings sind, die direkt hintereinander kommen, macht der Compiler dann einen langen draus. Und damit kriege ich Prozent LLD. Kleiner Trick. Das gleiche brauchen wir beim Printf auch. Das ist im Printer. Na, da gibt es das gar nicht. Moment. Wo haben wir Tag Integer? Da müssen wir auch das nehmen. Also erst das Prozent und dahinter dann das LD. Ah, das hatte ich schon im Buffer. Nehmen wir das. Übernehmen. Außerdem, unser Int-Val wird wahrscheinlich auch falsch sein. Da könnte es eventuell noch ein Int-Val, da könnte eventuell noch ein Klein-Int drinstehen. Genau, da müssen wir auch ein Groß-Int nehmen. Es könnte sein, dass wir dann an zwei, drei Stellen das überlegen und falsch haben. Hier stimmt es zum Beispiel. Übernehmen. Bauen wir es nochmal. Jetzt möchte ich aber hier ein richtiges Ding sehen. Immer noch ein falsches, immer noch ein richtiges. Das heißt, unser New-Ding hat es falsch gemacht. Gehen wir nochmal zum Memory. Breakpoint. Und jetzt lassen wir den nochmal laufen von Anfang oder weiterlaufen. 1, 2, 3. So, was kriegen wir hier? Eval 123, das stimmt. Zeilenschritt. Ups. Und Eval kleiner gleich Max Small Integer. Da habe ich wohl noch einen Fehler drin. Gehen wir zu Max Small Integer nochmal. Eigentlich sieht es gut aus. Jetzt mache ich mal was anderes. Jetzt definiere ich es hier gleich mal. Indem ich hier den Shift schon reinmache. Ich habe die Vermutung, dass da irgendwas nicht richtig shiftet. Machen wir da eine 3 draus. Und hier auch eine 3. Und hier die da. Jetzt müsste es eigentlich tun. Wo bin ich jetzt? Eval, oh, das ist ein großes Eval. Moment mal, wo komme ich denn daher? So, jetzt 1, 2, 3. Hier sind wir. Step. Ah, jetzt macht das richtig. Aha, mit Makros muss man also aufpassen.
So, jetzt Continue und jetzt kommt er hier in den Print. Jetzt kommt als O und jetzt sieht man es hier, da haben wir jetzt, wenn ich das jetzt als Hex angucke, betrachte, dann sieht man natürlich, das ist F7, also F7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das ist das F und dann F und dann eine 7, also 0, 1, 1, 1. Das heißt, hier hinten ist das, und da oben sind natürlich Nullen. Da hinten ist unser Tag-Bit, das ist der eigentliche Value. Und der eigentliche Value, wenn ich den jetzt wieder angucke, dann ist 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 und das müsste 123 sein. Hoffen wir, schauen wir mal, ob das auch stimmt, aber es müsste eigentlich so sein. 2 Radix 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ist 123 in Dezimal. Okay, also Smalltalk kann man das umrechnen, brauchen wir jetzt nicht mehr. So, also das sieht jetzt gut aus und jetzt müsst ihr es eigentlich auch richtig printen. Ups, cannot print. Das liegt daran, dass wir natürlich keinen Switch haben für den Tag. Jetzt müssen wir hier den Tag auch noch mit reinnehmen. Das heißt, da wo wir Integer haben, machen wir vielleicht noch einen Tag Small Integer. Tag Small Integer. Und dann nehmen wir den gleichen Code. Aber wir printen nicht das hier, sondern wir printen jetzt den Small Integer Value, habe ich es ausgeschrieben, von dem Ding. Brauchen wir alles nicht. Stimmen die Klammern? Ja, stimmen auch. Und das war's. Übernehmen. Ich gucke noch mal kurz nach, ob das wirklich Small Integer Value hieß. Small Integer Value. Nein. Doch, Small Integer Value. Okay, das sieht gut aus. Da halten wir den Printer fertig. Der Printer jetzt müsste jetzt also auch in der Lage sein, Small Integers zu printen. Ich glaube, die Breakpoints brauche ich jetzt nicht mehr. Schauen wir mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, er printet es. Dann müssen wir an die Plus-Routinen, also unsere Build-Inst. Also wenn Sie sowas machen mit den Tags, machen Sie es gleich am Anfang, weil sonst müssen Sie nachher nochmal über alles durchgehen. Das sehen Sie jetzt hier. Und alles nochmal ändern. Wobei, so schlimm wird es nicht sein, weil wir haben das ja an einer zentralen Stelle. Also hier ist Scheme Integer, ist natürlich blöd. Wir werden das jetzt auch sehen, jetzt kann ich nicht mehr plus 1, 2 oder 10, 20, was vorher noch ging, weil jetzt sagt er nämlich hier mir eine Fehlermeldung, Argument ist not an Integer, womit er natürlich lügt, aber er prüft jetzt nur auf dieses richtige Vollinteger. Das heißt, wir machen das jetzt so, wir machen hier mal eine Int-Summe gleich 0 und dann sagen wir while arglist und dann können wir vielleicht gleich einen Switch drauf machen. Switch Tag von dem Argument. Und machen dann ein Case Tag, Tag Int, Integer habe ich es glaube ich genannt. Und dann hier unten ein Default. Und in den Default, da kommt der Error rein. Halt, ein Ding zu viel. Und hier machen wir den Case rein. Break. Und dann machen wir noch einen Small Integer Fall rein. Tag Small Integer und da machen wir plus gleich Small Integer Value von A. Es wäre vielleicht schön, wir würden hierfür auch ein Makro machen, Full Integer Value oder irgend sowas und das gleiche dann sofort zusammenpacken in ein weiteres Integer Value Makro, dass das dann alles für uns macht. Das mache ich jetzt nicht, aber das wäre schön, wenn Sie das machen würden. Und dann addiert er die alle zusammen, am Schluss sagt er New Scheme Integer, das passt wieder. Jetzt müsste er eigentlich addieren können, wenn ich das jetzt übernehme. Ja, neu starten auch noch vielleicht. Also plus 10, 20. Jetzt kommt die 30 wieder raus. Und das gleiche passiert jetzt noch bei der Subtraktion. Da brauchen wir, dann müssen wir das auch noch machen. Das heißt, wir haben hier wieder ein Int-Differenz. Da machen wir auch wieder einen kleinen Switch rein. Switch Tag von Arg. Case Tag Small Integer. Und Case Tag Integer und Default. Und den schmeißen wir raus und der kommt da rein. Und im normalen Integer-Fall nehmen wir den alten Code her. Break. Und hier machen wir wieder unseren Small Integer Value von Arg. Ich habe übrigens die letzte Version hochgeladen, da haben Sie es vielleicht gemerkt auf dem Redmine
unter Dokuments findet sie das und ich werde das auch wieder hochladen, wenn ich es nicht wieder vergesse. So, und dann geht er hier weiter, der Code bleibt gleich, jetzt machen wir hier wieder einen Switch. Also Sie sehen schon, vielleicht ist es ganz gut, wenn man das an einer Stelle dann mal eine Routine schreibt, die sich damit darum kümmert. Das kopiere ich mal runter. Switch, den pasten wir hier rein, schieben das nach rechts und jetzt kommt hier div minus gleich, das war der Code, div minus gleich und hier sagen wir div minus gleich das und im Fehlerfall machen wir den, das war das Ende vom Switch, dann macht er einen Cutter und sagt dann wieder New Scheme Integer übernehmen. So, Gott sei Dank haben wir nur bisher zwei Routinen gehabt, die sich damit Integers beschäftigt haben. Aber jetzt müsst ihr auch wieder subtrahieren können. Minus 10, Sie erinnern sich, da muss minus 10 rauskommen. Und minus 10, 20, da muss minus... Ups, da stimmt was nicht. Was stimmt da nicht? Moment. Das muss ich erstmal inspekten und schauen, ob es der Printer ist oder die Routine hier. Fangen wir mal hier an der Stelle. Machen wir da mal einen Breakpoint drauf. Minus 10, 20. Was haben wir hier als Div? 0, da stimmt schon was nicht. Aha. Stumm, wenn man das Ding arg nennt. Ich würde das mal hier vielleicht arg 1 nennen, dann passiert mir das nachher nicht mehr. arg 1. Jetzt hat er nämlich hier und dann kommt hier arglist und dann nenne ich das hier next arg. Oder arg i vielleicht. Arg i. Gut, was haben wir hier? Arg i. Und hier unten kommt, ja, das war's schon. Und Cutter ist gleich next, übernehmen. Bauen. Halt, bauen und neu starten. Aha, schon wieder was falsch. Undeclared. Arg 1, da habe ich wohl einen Pfeil kaputt gemacht. Okay, jetzt muss es aber tun. Bin ich überzeugt. Minus 10, 20, minus 10. Okay, soweit so gut. Also jetzt als nächstes, wir haben jetzt Functions abgehandelt und es geht jetzt natürlich weiter so. Wenn Sie jetzt noch Floats einführen, müssen Sie in diesen Case-Switches überall noch Floats reinmachen und sich überlegen, was passiert, wenn ich eine Integer plus eine Float addiere und so weiter und so fort. Es wird relativ umfangreich, speziell nachher, wenn Sie Large Integers mit noch machen wollen. Also wenn Sie den 32-Bit-Bereich verlassen wollen, dann brauchen Sie zum einen einen Basistyp, Large Integer, der dann vielleicht ein Byte-Array hält, wo die ganzen... Die Dinger drin sind und dann brauchen Sie ein Paket, das Arbitrary Präzision Integers zusammen addieren kann. Da können Sie sich eins runterladen, da gibt es welche fertig im Internet. Zum Beispiel GNU Multiple Precision Library oder sowas, die kann Ihnen das machen. Und dann könnten Sie da alles Mögliche noch numerische Pakete aufbohren. Ist jetzt aber für die grundsätzliche Funktionsweise nicht weiter interessant. Jetzt kommen wir zur Syntax. Das erste, was wir machen wollten, war der if. Der if ist hier und built-in auch schon mal so weit definiert, dass ich hier noch gar nichts habe. Doch, ich habe hier ein built-in if und hier haben wir noch ein abort drin. Was müssen wir machen beim if? Das erste ist, dass wir die Syntax von unserem eval aus aufrufen, ohne evaluierte Argumente. Da müssen wir mal nachschauen, ob wir das überhaupt schon so haben. Das heißt, ich gebe hier mal vielleicht ein if ein und schaue mal, was er macht. If 1, 2, 3. Da hängt er schon gleich im abort. Und wo steht er hier? Scheme, Built-in, Eval, Syntax. Built-in, Eval, Syntax. Okay, ich weiß nicht, warum er mir das jetzt hier nicht zeigt, aber das ist auf jeden Fall der. Ich will jetzt keinen Assembler sehen. Eval, Syntax. Da liegt natürlich auch schon abort, wir hatten es hier. So, hier oben, schauen wir mal, wie wir es hier oben gemacht haben. Hier oben haben wir bei Eval Built-in Function, haben wir einfach eine neue Liste der evaluierten Argumente aufgebaut und dann am Schluss die Funktion aufgerufen, nachdem wir da die Anzahl Argumente geprüft haben. Und hier machen wir das Gleiche, im Grunde genommen nur, dass wir eben nicht die Argumente evaluieren, sondern sie vielleicht nur zählen wegen dem Argument-Count. Dann können wir das hier auch machen. Wir können aber auch das der aufgerufenen Funktion überlassen und hier gar nicht validieren, weil es gibt bloß 4, 5 Stück, können wir es auch dort machen. Na, lassen Sie uns zählen. Also fangen wir an mit arglist, oder ich kopiere mir mal den ganzen Code hier rüber von der obigen Funktion und schmeiße nachher einfach das eval im Grunde genommen raus. Also wir haben hier die arglist, da holt er sich den Cutter von der Expression. Das brauchen wir erstmal nicht, schmeißen wir alles weg. Weil arglist
das brauchen wir alles nicht, wir wollen nur die Argumente zählen, Arg Count. Dann sagen wir Scheme Build in Syntax. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Ding haben, da muss ich kurz gucken. Header. Scheme Build in. Doch, Build in Syntax gibt es als Struktur, wobei die genauso aussieht wie die andere. Das werden wir vielleicht irgendwann mal zusammenfassen können. Da machen wir dann Scheme Build in Function or Syntax Struktur draus, weil das ist genau dasselbe für beide, bis auf das Tag. Also gehen wir wieder zurück. Eval. Aber ich lasse es jetzt mal separat. Also if, wenn die Syntax sagt, sie hätte, wenn sie nicht sagt, sie hat beliebige Anzahl Argumente, dann prüfen wir das. Und dann sagen wir hier Argument Count Mismatch wie vorher. Und ansonsten rufen wir die Build in Syntax auf, den Code, den wir definiert haben, mit der List of Values. Nein, mit der ArgList. List of Values. Na, dann nenne ich das mal ArgList, T für Temp. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Und dann sagen wir hier ArgList ist gleich T. Ist gleich ArgList und while t ungleich t, das brauchen wir nämlich bis zum Zählen, da habe ich das ArgList nachher noch an der Hand und dann kann ich hier das Ding aufrufen mit ArgList übernehmen. Soweit, so gut. Jetzt machen wir einen Breakpoint mal in unser Build in if an der Stelle und lassen es mal laufen. An der Stelle müssten wir jetzt rauskommen. Wenn ich, das sieht aber nicht gut aus, was hat er denn da jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts mit Next Step zu tun. Machen wir nochmal. Sehr merkwürdig. Also, vergessen wir es jetzt mal, es hat nichts zu tun. If 1, 2, 3. Wo ist mein Breakpoint? Ach, den habe ich ja jetzt nicht mehr angelegt. Das war jetzt schon abort. Ah, nee, weil t ungleich scheme nil, t plus plus. Das war natürlich blöd. Count plus plus, da habe ich glaube irgendwas mit Copy-Paste kaputt gemacht. Und hier wollte ich ja das Ding weiterzählen, das heißt, ich wollte eigentlich t gleich Kutter von t machen. Das t gleich Kutter von t. Nochmal bauen. If 1, 2, 3. Abort in Scheme Build in if, weil mein Breakpoint weg war. Nochmal Breakpoint und nochmal Restart. Ja, das kann er nicht. Okay. Das hat irgendwas. Ja. Nein. Machen wir mal erstmal nein. Vielleicht muss ich den GDB einfach nochmal neu starten und jetzt den Breakpoint setzen. So, schauen wir mal, was er jetzt macht. If 1, 2, 3. Der hängt sich manchmal. Ah, doch, das immer. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir in ArgList gekriegt haben. Also indirekt ArgList. ArgList, das ist ein Cons und wenn es ein Cons ist, dann ist der Char hier 3, das ist wieder unsere, also immer wenn das Ding ungerade ist, ist eine von unseren neuen Numbers, von unseren Small Integers. Ne? Also der Char ist die 1, das sieht gut aus und der Cutter, schauen wir mal, was ArgList File Cutter sagt. Cons.cutter glauben. Nee, Scheme, Cons. Nochmal, groß. So. Der Cutter ist wieder eine Liste bestehend aus 5. 5 ist 2 mal 2 plus 1, also das ist das zweite Argument hier hinten, weil wir haben immer mal 2 plus 1 durch dieses Shiften plus 1 hinten reingeordert. Das ist also unsere Argliste. Wunderbar. Also was müssen wir machen? Wir müssen sagen, wir evaluieren. Also ich hole mir sie mal raus. OBJ Condition ist gleich ArgList ist der Char von der ArgList, und zwar die Unevaluated Condition eigentlich. Unevaluated Condition. Ich kann die jetzt auch schon mal, dann haben wir einen Unevaluated If-Part. Das ist dann der Char vom Cutter von der ArgList. Und dann haben wir der Unevaluated Else-Part. Das ist der Char vom Cutter. Von der ArgList 1, 2. Und jetzt muss ich noch kurz geschwind prüfen, ob wir hier unten, ich habe hier angegeben, dass er 3 Argumente erwartet. Das heißt, ich kann hier an der Stelle auch die Cutter
Kette schon durchgehen, ohne dass ich prüfen muss. Also mir kann hier eigentlich nichts passieren, weil das haben wir ja vorher schon gezählt, ob die Anzahl Argumente stimmt. So, und jetzt rufen wir den Eval auf, also rekursiv. Wie hieß der nochmal, der Eval? Moment mal, da stimmt aber noch was nicht. Der kriegt nämlich eigentlich auch nicht nur die Arglist, sondern der braucht natürlich jetzt das Environment zum Evaluieren. Also, siehe da, da haben wir einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich den genauso hier oben, haben wir gesagt, die Functions, da brauche ich das Environment nicht mitgeben, wenn ich sie aufrufe, weil wir haben ja schon evaluiert. Aber bei der Syntax muss ich das tun. Das heißt, hier muss ich das Environment, in dem ich evaluiere, hier als zweites Argument mitgeben. Environment. Und ich muss auch meine Built-in-If, muss ich so definieren, dass hier als OWJ ein Environment mitkommt. Das stimmt auch. Und dann kann ich jetzt den Eval rekursiv aufrufen. Der heißt Scheme Eval. Copy. Gehen wir zum Built-in-If. Also hier. Da sagen wir hier vielleicht OWJ Evaluated Condition. Und sagen Evaluated Condition ist gleich Scheme Eval. Die Expression ist das Unevaluated Condition. Und das Environment ist natürlich unser Environment, das wir reinkriegen. Und dann sollen wir das mal so weit machen, übernehmen. Nochmal neu starten. Ja, too many arguments for function scheme built-in function code. Das ist jetzt blöd, weil das ist halt nämlich definiert gewesen in unserem Function Prototype. Nee, das ist im Header drin. Da gibt es, glaube ich, eine OBJ-Function oder so ähnlich. Die erwartet ein OBJ. Und ich brauche hier eine OBJ-Function mit zwei Argumenten, die ein OBJ und ein OBJ will. Und dann muss ich weitergehen und muss sagen, meine Scheme-Built-In-Function ist eine OBJ-Function, aber meine Scheme-Built-In-Function ist eine Function, die zwei Argumente erwartet. Machen wir das mal noch kurz. Okay, da ist noch was. Passing Argument 2 from incompatible pointer. Moment, was habe ich da verbockt? Der Define Syntax will hier eine OBJ-Func 2. Nein, da haben wir noch was. Ach, die Emine. New Scheme Building. Jetzt haben wir mit der statischen Typus-Typisiererei natürlich hier jede Menge Build-in-Syntax will eine OBJ-Func 2. Und nochmal, ja, da haben wir noch was in Memory. Der will hier auch eine OBJ2. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Das passt jetzt nicht mehr zusammen. Jetzt muss ich leider casten. Hier mache ich jetzt einen bösen Hack, weil ich caste das einfach mal darunter, damit der Compiler Ruhe gibt. okay. Ja, so viel dazu. Reinstall, ja. Unknown Architecture, woher kommt denn das jetzt schon wieder? Wo haben wir denn das? Unknown Architecture, wo kommt denn das her? Moment. Haben wir da einen Test eingebaut? Sorry. Rep unknown. Ups. Was war denn das jetzt? Jetzt laufen lassen. Okay. So, jetzt nochmal. Also, wir hatten if. Und jetzt machen wir da eine kleine Expression rein, plus 10, 20 und dann machen wir hier 2, 3 weiter. Das heißt unser, naja toll, keinen hatte ich jetzt wieder den Ding vergessen, den Breakpoint verloren, built in if. Hier wollte ich eigentlich anhalten und dann starten wir es nochmal. Nein. Also irgendwas hat er hier, wenn ich die Breakpoints vorher schon setze.
if plus 10, 20, 1, 2, 3. So, hier sind wir. Also, unevaluated condition ist wahrscheinlich mein Plus jetzt. Jetzt machen wir da einen Step drüber. Und wir wollen nicht in die Funktion. So, jetzt sind wir hier und dann haben wir die evaluated condition. Das müsste ja jetzt eigentlich... Scheint mir aber falsch zu sein, weil das ist nämlich ein... Ah, doch. Hier, stopp, ich habe falsch. Evaluated Condition, 3 Dora. Okay, 3 Dora. Schauen wir mal, was 3 Dora ist. Das müsste eigentlich, und zwar Hex, 16 Radix, 3 Dora, 61. Klar, das muss ich wieder durch 2 teilen, da bin ich bei 30. 2 teilen minus 1, weil ja da das Tag wieder dran ist. Also das hat er schon ausgerechnet, das stimmt. Das hat funktioniert. Und jetzt sind wir hier, Evaluated Condition, da müssen wir jetzt sagen, if Evaluated Condition gleich Scheme True, else. Und jetzt müssen wir uns überlegen, sind wir streng oder sind wir nicht streng? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten jetzt an der Stelle. Entweder wir sagen Scheme False, dann kommt der Else-Zweig, else, wir reißen hier einen Error und sagen Non-Boolean in if. Könnte man machen. Die meisten Schemes, die sind da ziemlich tolerant, die sagen, alles, was nicht true ist, gilt als false. Die machen es sich einfacher. Da kann man dann also auch nil zurückliefern oder sonst irgendwas anderes. Alles, was nicht true ist, gilt als false. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir scheme-kompatibel sein wollen oder ob wir strenger sein wollen. Also in den meisten normalen Programmiersprachen wären wir vielleicht ein bisschen strenger. Smalltalk ist da strenger und sagt non-boolean in if, weil das ja meistens auch ein Fehler sein könnte, wenn man was verwendet, was nicht. C ist da weniger streng, da kann man ja sagen, if 5, das gilt auch als true, also da alles, was 0 ist, ist false und alles andere. Also machen wir mal scheme-konform. Also dann sagen wir hier, wenn es retval, also sagen wir hier retval, oder machen wir es noch anders, value to, oder sagen wir so, expert to evaluate, machen wir eine Variable rein und dann sagen wir hier an der Stelle, expert to evaluate ist gleich der unevaluated if part und ansonsten sagen wir, expert to evaluate ist der unevaluated else part. Vielleicht noch was, es gibt auch Scheme-Varianten, ich glaube sogar viele, die das erlauben, dass das if nur zwei Argumente hat, also nur condition und nur ein if part und den else part dann einfach ignoriert. Das heißt, da kann man dann sagen, wenn, dann macht das und der liefert dann nil zurück, weil er nichts evaluiert hat, liefert er nil zurück im anderen Fall. Also das könnte man hier dann den if doch noch ändern, dass er nicht streng drei Argumente erwartet, sondern auch mit zwei auskommt, mache ich jetzt erstmal nicht. Also, dann sagen wir hier, was müssen wir zurückliefern? Wir müssen zurückliefern das, was die Evaluierung von dem Ding zurückliefert. Das heißt, return scheme eval, die expert to evaluate in dem Environment übernehmen. Jetzt nochmal bauen. Habe ich es jetzt richtig erwischt? Glaube nicht. Und ja. Und nein. Und jetzt müssten wir eigentlich, haben wir schon ein true? Haben wir schon. Also jetzt können wir sagen, tut unser equal übrigens, Moment, equal 1, 1, das müsst ihr jetzt auch tun, funktioniert. Equal 1, 2, funktioniert auch, also wunderbar. Jetzt können wir also sagen, if equal 1, 1, dann liefern wir, haben wir auch schon Strings, na, dann liefern wir 100, ansonsten 200. Und jetzt müsste 100 kommen, okay, und if equal 1, 2, 100, 200, dann kommt die 200. Und wenn wir mit einer falschen Anzahl Argumente daherkommen, dann müsste er eigentlich einen Fehler liefern. Genau. Argument Count Mismatch in Syntax if. Gut. Das war der if. Das nächste wird das set. Da wollen wir im Environment was setzen können. Beziehungsweise der define. Fangen wir mit dem define an. Sources, also built-in.
Nehmen wir da den daher, Build in Define. Weil die Grundkomponenten haben wir jetzt eigentlich schon alle, Define. Define, Sie erinnern sich, gibt es in zwei Varianten, also def hier entweder ein Atom, also ein Symbol, Symbol Expression oder def, hier kommt eine Liste und dann kommt hier ein Body, wobei das letztere unser Lambda Define ist. Das mache ich aber erst, wenn ich ein Lambda implementiert habe. Also machen wir erstmal das Simple Define. Also Arg 1 ist Char von der ArgList und Rest ist der Cutter von der ArgList. Und dann sagen wir if is Symbol, ich glaube is Scheme Symbol haben wir das genannt, Scheme Symbol vom Arg 1, dann machen wir da irgendwas. Und dann sagen wir if is Scheme Cons, dann machen wir da was anderes. Und ansonsten sagen wir hier Scheme Error, naja, machen wir ein Else drumherum, brauchen wir zwar nicht an der Stelle, aber Else Scheme Error und wir sagen Define, was weiß ich, Invalid Argument. Sowas. Und geschweifte Klammern zu, zwei Stück. Und jetzt, was machen wir in den zwei Fällen? Wenn es ein Scheme Symbol ist, das ist der Fall, dann holen wir uns den Char vom Cutter. Jetzt ist so, dass der aber, der Body da hinten, der kann beliebig viele Argumente haben. Also theoretisch könnte ich eine Funktion definieren, die heißt define print. Und dann sage ich hier, was weiß ich, print hello, print bla, print und so weiter, beliebig viele. Das heißt, ich muss das define so definieren, dass es eine variable Anzahl Argumente hat. Hier unten in meiner Definitionsliste. Also hier muss ich sagen, define build in define. Keyword ist define und hier sage ich minus 1, hat beliebig viele Argumente und deswegen muss ich hier oben dann selber prüfen, weil jetzt hat er oben nicht prüft. Muss ich hier prüfen, ob da überhaupt ein Cutter da ist. Also muss ich hier sagen, if rest gleich scheme nil, dann muss ich auch einen Error melden, missing expression oder sowas. Missing Expression Argument. Gut, jetzt weiß ich, dass es da ist, also kann ich mir jetzt die Expression rausholen. Das ist die Unevaluated Expression. Unevaluated Expression. Unevaluated Expression ist dann der Char vom Cutter von der ArgList. Ne, vom Rest eigentlich. Der Char vom Rest. So rum. Dann rufen wir den Scheme Eval rekursiv auf, das haben wir da oben, das kann ich mir hier klauen. Copy. Dann haben wir also die Evaluated, oder nennen wir es einfach Value, ist gleich Scheme Evaluate von dem Ding in meinem Environment. Brauche ich auch eine Variable, obj.value. Und dann habe ich den Value und jetzt muss ich mein Define aufrufen, da habe ich doch eine wunderbare, wenn ich mich erinnere, da habe ich doch in meinem Scheme Environment etwas, um das zu definieren. Da gibt es doch addBinding. Genau, addBinding. Das nehmen wir daher. addBinding, das Environment. Und key to add ist unser Symbol. Das ist das Arg 1. Und der Value ist der Value. Wunderbar, das passt. Und dann liefert das Set als Return Value ein Scheme Void zurück. Und das war's. So, dann machen wir da mal vielleicht mal einen Platzhalter rein und testen das gleich. Define unimplemented. Übernehmen. Bauen wir das mal. Ah, hat sogar funktioniert auf Anhieb.
Wunder über Wunder. Ich glaube, A hatten wir vorher mal definiert. Genau, jetzt machen wir ein Define AA als 100. Void kam, also nichts kam zurück. Jetzt gucken wir mal, was AA ist, und AA ist 100. Also unser Define hat funktioniert. Sieht so aus. Und wenn ich jetzt den anderen Define verwende, der da, und da mache ich irgendwie ein Bla, dann müsste er sagen, unimplemented. Genau. Da kommen wir jetzt gleich dazu, sobald wir das Lambda haben, weil das Lambda ist quasi der Building Block, den wir da wieder verwenden. Kommen wir zum Lambda. Built-in. Ich kopiere mir gerade mal den Kopf hier wieder her. Also, Scheme Built-in Lambda. Der Lambda ist auch einer, der beliebige Anzahl Argumente hat. Also ich sage, mein Lambda hat auch beliebige Anzahl Argumente. Zurück. Was braucht der aber Minimum? Lambda hat hier auf jeden Fall eine Arglist. Also das muss zumindest da sein. Und dann ein Body. Und der Body kann eventuell mehrfach da sein. Also dann hätten wir hier Arg 1. Tatsächlich könnte die Arglist schon nil sein. Also wenn ich böserweise das Ding so aufgerufen hätte, dann wäre die Arglist schon von vornherein nil. Das heißt, das müssen wir eigentlich beim Define oben auch schon prüfen. Das wäre hier, bevor wir das nämlich tun hier, weil sonst kriegen wir einen Core-Dump und das will man nicht beim Interpreter oder ein Segmentation Violation. Das heißt, wir prüfen erstmal, ob die Arglist nicht von vornherein schon leer ist. Also ich kann es Ihnen zeigen, wenn ich jetzt hier unten Define sage und mache dann nichts. Na, vielleicht liegt es daran, dass er zufällig irgendwas auf dem Steck hatte, was funktioniert hat. Das weiß man nicht, aber eigentlich kann es auch sein, dass er hier jetzt ein Segmentation Violation bringt. Weil eigentlich müsste ich hier schon mal gleich gucken, ob die Argliste leer ist. Also if Argliste gleich Scheme leer, dann müsste ich hier sagen Missing Argument. Missing Argument, ups, habe ich gescrollt. Missing Argument und das war es dann schon. Und erst wenn ich das weiß, kann ich hier die zwei machen. K und Kutter holen. Eigentlich, ja, nichts eigentlich, das ist. So, und das gleiche machen wir unten auch. Halt, das kopiere ich mal komplett her. So, und da wäre es der Lambda. Missing Argument und dann holt er sich hier das Arg 1 raus. Das Arg 1 wird ja dann unsere Arglist von dem Lambda, das hier. Also das nenne ich vielleicht auch gleich Arglist. Arglist. Nee, Arglist habe ich hier oben schon, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil das wird dann die Lambda-Arglist. Lambda-Arglist. Ja, das ist Arg 1 lassen. Ich lasse es mal auf Arg 1, dann kann man es besser lesen, dann weiß man, das ist das Argument 1. Okay, und jetzt, was muss ich machen? Sie erinnern sich, der Lambda macht nicht viel, der legt nur eine neue User-Defined-Function-Objekt an, merkt sich die Arglist, also die Lambda-Arglist in dem Fall, merkt sich den Body oder die Body-Liste und wichtig für unsere Closures, das Environment, ganz genau. Das heißt, wir machen hier einen Return New User Defined Function. Function, ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Und wir wollen mitgeben die Lambda-Arglist, das ist unser Arg 1, die Body-Liste, das ist der Rest und das Environment. Und das war's schon. Übernehmen. Muss ich bloß mal schauen, ob wir New User Defined Function überhaupt schon haben. Das müsste in unserem Memory drin sein, wenn überhaupt. Haben wir noch nicht, also brauchen wir das hier. Das liefert auf jeden Fall ein Objekt zurück. New User Defined Function und zwar haben wir die alle mit New Scheme irgendwas. Da mache ich auch New Scheme User Defined Function. Die drei Argumente sind OBJ, der Lambda-Arglist, Lambda-Arglist. Das zweite wäre die Body-List, auch ein OBJ. Und das dritte wäre das Environment. Und ich hoffe, dass wir das schon im Header haben, denn es kann nämlich sein, dass wir hier auch noch nur Strukturen. User-Defined Function, doch, die haben wir schon. Okay, Scheme User-Defined Function, prima. Das passt schon. Dann gehen wir wieder zum Main. Da muss ich jetzt ein... Halt, da sind keine Strukturen. Oh ja, sorry. So.
Müsste es wieder hinhauen, ja, sorry. Da kopiere ich mir hier mal den Code raus. Klauen wir den erstmal. Copy und pasten den da rein. Und die new Function ist Scheme Alloc Size of Scheme User Defined Function. Und der Tag wird Tag User Defined Function. Und User Defined Function. Da haben wir einen ArgList, ist gleich Lambda ArgList, einen BodyList, ist unsere BodyList und das Environment ist das Environment. Nehmen. Jetzt muss ich bloß noch mal ganz kurz schauen, ob das auch stimmt. Mit meinem, jetzt lasse ich das mal hier stehen, das passt nämlich. Environment habe ich hier ausgeschrieben. Auch eigentlich würde ich das hier lieber BodyList nennen, damit uns das nicht, damit wir das nicht vergessen, dass es auch eine Liste sein kann. Das ist soweit in Ordnung. Und dann heißt das Ding User-Defined ArgList, das passt soweit. Okay. So. Weg damit. Halt, habe ich es jetzt gesichert. Muss ich vielleicht noch übernehmen. Und hier auch. Übernehmen. Und bauen. Ah, klar. No member named User-Defined Function. Die habe ich, glaube ich, da drüben anders genannt. Die hieß da nämlich Scheme User Defined Function. Nochmal bauen. Fast knapp vorbei. New User Defined Function, Referenz, ups, halt, abbrechen. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Nochmal. New Scheme User Defined Function, also ich habe das im Build-in falsch aufgerufen. Hier. New Scheme. Ah, ich habe es noch im Paste-Buffer. Okay, nochmal bauen. Ah, und da sieht er, da haben wir einen Fehler gemacht. Und zwar, weil ich es in dem Function-Prototypes nicht definiert habe. Deswegen denkt er, das hätte einen integer Return-Wert. Und das ist, wie gesagt, bei 386 würde Ihnen das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber bei dem macht es was aus, weil integer über das 32-Bit hat einen Pointer 64. Und dann fehlen nachher die oberen Bits. Also bei einer 64-Bit-Maschine. Immer die Function-Prototypes nicht vergessen. Auch wenn sie auf 32-Bit-Maschinen sind. Also New Scheme User Defined Function. Und der will ein OBJ und noch ein OBJ und noch ein OBJ. Daneben. Bauen. Okay. Ist durchgelaufen. Jetzt müssen wir Lambda sagen können. Lambda von A, 1, 2, 3, cannot print. Also irgendwas hat er gemacht, aber der Printer weiß noch nichts von einem Lambda. Machen wir das, geben wir es dem Printer auch gleich mit, dass der weiß, wie er Lambdas printen soll. Da fehlt natürlich der Tag User Defined Function ganz am Ende. Oder irgendwo da, vielleicht bei den Functions macht es Sinn. Tag User Defined Function, wie printen wir die? Da printen wir, Klammer auf, Lambda, Hochkomma, Klammer zu, dann machen wir einen rekursiven Aufruf und printen die ArgList, das heißt, wir rufen hier Scheme Print wieder auf, wo waren wir, hier, Scheme Print, O-Pfeil User Scheme User Defined, da hätte ich noch ein Makro dafür machen sollen, Function.ArgList. How to print, was machen wir denn da? Machen wir kleiner. How to print, was brauche ich da? Da brauche ich wahrscheinlich, das ist egal, da kommen eh keine Strings drin vor, ist eigentlich völlig wurscht. Da kann ich das How wieder mitgeben. Also eigentlich möchte ich es hier printen als write. Ja, write wäre das Beste, also write. Write. Und das File ist das File, auf das wir sowieso printen. Out. Dann printen wir ein Blank.
Und dann printen wir die Bodylist, aber nicht als Liste, weil sonst kriegen wir hier wieder eine runde Klammer. Also die Bodylist ist ja quasi die Restliste hier hinten. Wenn ich jetzt hier rekursiv aufrufe die Bodyliste, dann würde hier wieder eine Klammer reinprinten, das wollen wir nicht. Also machen wir hier, rufen wir entweder unser Print List Rest auf, das wir sowieso irgendwo haben. Moment, hier Scheme Print, ach nee, haben wir nicht. Schade, da haben wir einen Fehler gemacht. Diese Routine bräuchten wir separat. Die geht nämlich durch und printet es. Da könnte man vielleicht sagen, das extrahiere ich und nenne das mal Static Void Print List Rest von einem Rest, Komma, und dann haben wir noch ein File Stern Out und ein How brauchen wir auch wieder. Enum How to Print. So. Die Routine wollen wir wieder verwenden, das möchte ich nicht zweimal haben. So. Okay, while Scheme Print Rest Conscal Out How is nil break und dann machen wir hier hinten einen Return, weil es eh void ist, brauchen wir nichts hinschreiben. So. Das wäre unser Print List Rest und das können wir gerade hernehmen und da unten jetzt raus extrahieren. An der Stelle. Rest, how und out. Und da sieht man es, wie schön das symmetrisch ist mit dem Reader. Der Reader, da hat mir auch erstmal die runde Klammer überlesen und dann hat man Read List Rest aufgerufen. Jetzt machen wir hier, wir printen die runde Klammer auf und rufen dann Print List Rest. Das ist schön symmetrisch. Rest ist gleich O. Eigentlich können wir das O dann gleich hier reinmachen. Das Rest brauchen wir hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Das wird jetzt hier schön einfach. Rest schmeißen wir raus. So, der Printer hat sich jetzt ein bisschen vereinfacht. Und dieses Print List Rest können wir jetzt nämlich auch verwenden. Copy. Für unser User-Defined, da sagen wir hier einfach Print List Rest, O-File Scheme User-Defined Function File Body List. Da kommt wieder das Write und das Out. Oh, Body List, danke. Body List. Und am Schluss printen wir eine runde Klammer zu. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Bauen. Ja, natürlich. Halt, was sagt er hier? Static Declaration of Scheme Print. Ah, ach, das ist ja, nein. Scheme Print, das ist jetzt ganz blöd. Das ist jetzt saudoof. Und zwar, weil das Scheme Print, das Printlist Rest ruft Scheme Print auf. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht definiert. Da muss ich es eigentlich forward definieren. Da müssen wir aber aufpassen, es gibt dumme Compiler, die das nicht können. Ich weiß gar nicht, wie sie sich das vorgestellt hätten, aber die Modernen müssten es eigentlich können. Das heißt, ich sage, ich mache hier eine Forward-Deklaration. Es geht eigentlich nur um das Static. Object enum how to print und File-Stern. Weil Printlist Rest Scheme Print aufruft und der andere Scheme Print ruft wieder der Printlist Rest, muss ich hier forward deklarieren, dass das eine Static ist. Sonst sagt er mir hier, du hast sie zuerst nicht Static definiert, weil sie implizit definiert wird und nachher doch Static. Also C ist manchmal etwas konfus. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, jetzt hat es geklappt. Und jetzt printen wir unser Lambda mal. Schauen wir mal, was der Lambda von A1, 2, 3 liefert. Lambda A1, 2, 3, das, so haben wir es ja geprintet. Das ist das Nette, also der Printer printet es jetzt wieder so, wie wir es eingegeben haben, was hübsch ist, wenn man es irgendwann mal einen Dump machen will von seinen Funktionen, da brauchen wir es einfach so auf einen File printen. Finde ich nett. Okay, und jetzt könnte man eigentlich auch schon sagen, define foo als Lambda von A 1, 2, 3. Das geht jetzt auch schon, weil der und foo müsste jetzt unser Lambda wieder sein. Wunderbar, passt schon. Wir können es noch nicht aufrufen. Also wenn ich jetzt hier foo aufrufe mit irgendeinem Argument, dann kann es unser Evaluator noch nicht. Dem haben wir noch nicht beigebracht, was er da tut. Und da kommt jetzt hier ein Abort, dass der da nicht hinfindet. Das ist sau blöd, aber ja, der Abort ist letztendlich hier drin, weil er im Eval nicht weiß, wie er Scheme Eval List.
hier hinten. Ich mache mal statt dem Abort, mache ich vielleicht ein Error rein hier an der Stelle, Scheme Error unimplemented user def function eval. Sowas. Und jetzt machen wir es nochmal, dann sieht man es, dass es. Jetzt wird es Zeit, dass ich mir das irgendwie nicht immer eintippen muss. Define foo lambda layer 1, 2, 3. Foo. Aufruf von foo. Und jetzt immer noch. Nochmal ein Abort. Naja. Na gut, wir werden es jetzt eh gleich implementieren. Also insofern. So, wenn wir jetzt das Lambda haben, den Code fürs Lambda, dann können wir auch gleich das Define richtig machen. Voll. Das heißt hier, wir müssen eigentlich nur aus dem Define hier oben, in diesem Fall, müssen wir nämlich jetzt uns überlegen, also der Fall hier, Body, was wir hier tun, da bauen wir uns das Lambda hier kurz zusammen. Also wenn es ein Cons ist, dann sagen wir obj Lambda arglist ist dann das arg 1 und obj bodylist ist dann der Rest. Na, das haben wir ja schon alles bei der Hand, bräuchte man gar keine neuen Variablen. Jetzt machen wir das gleiche wieder da unten, das heißt, jetzt sagen wir hier, der Value Funk. Halt, es war nicht ganz richtig, was ich mache. Quatsch. Völliger Mist. War Quatsch. Und zwar steht ja, in dem Fall steht ja hier der Funktionsname, also die Symbol, das wir nachher definieren müssen, und die Args stehen hier drin. Das heißt, der Funktionsname wird nachher eigentlich das erste von dem, also das wäre quasi nicht die Lambda-Arglist, sondern es wäre der Function Name plus Lambda-Arglist, ist das Arg 1. Das ist ja der erste Cons hier drin. Und das extrahiere ich jetzt nochmal. Das heißt, jetzt sagen wir hier, obj func name, sagen func name, Name ist gleich der Char von dem Ding und die Lambda Arglist ist dann der Rest, der Kutter von dem Ding. Danke. Und der Kutter, und dann, jetzt können wir sie definieren, das heißt, wir sagen jetzt New Scheme, User Defined Function. Das erste war die Lambda Arglist, das zweite ist die Bodylist, das ist das hier, und das dritte ist das Environment, in dem wir uns gerade befinden. Und jetzt müssen wir zusätzlich noch ein Binding machen dafür, das heißt, wir sagen jetzt Add Binding dem Function Name. In dem Environment, ist das Environment das erste Argument gewesen? Okay, Function Name und der Value ist dann unsere Function, die wir hier haben. Und wir liefern auch ein Scheme Void zurück. Okay, schauen wir, ob es funktioniert. Bauen. Nein, erstmal ein Error. Lambda arglist undefined. Da brauche ich eine lokale Variable. Also die meisten brauchen wir hier unten nicht wirklich. Also das zum Beispiel ist ja einfach eine Zuweisung. Das macht der Compiler schon mehr wieder raus. Ich mache das jetzt hier nur eigentlich als, damit man es nachher besser lesen kann, dass man weiß, welche Values was bedeuten. Sowas kann man schon machen, das braucht man nicht wegoptimieren. Das macht der Compiler für einen, wenn es den Code verständlicher macht. Der ist unverständlich genug. Also alles, was zur Verständlichkeit dienen kann, hilft. jetzt sagen wir define foo mit Argument a und es soll liefern 1, 2, 3. Und jetzt müssten wir unter foo unser Lambda finden. Sehr schön, er hat es richtig zusammengebaut, sieht nett aus. So, jetzt sind wir fast so weit, dass wir es evaluieren können. Kommen wir zum Evaluator. Brauchen wir noch irgendwas anderes? Der let lassen wir uns noch für später und das set lassen wir uns auch für später. Das reicht jetzt erstmal damit. Vielleicht mache ich noch eine Multiplikation, weil dann können wir nämlich eigentlich schon wieder die Fakultät schon wieder machen. Da brauchen wir nämlich bloß multiplizieren und subtrahieren und ein Equal haben wir auch schon. Also definiere ich mal noch kurz ein Mul.
Hier oben, dann nehme ich den Plus her, der passt am besten als Prototyp. Kopieren wir uns den Plus-Code und machen daraus Copy, Paste, ein Mull. Moment, ich kann das mal kleiner machen, da sieht man ein bisschen mehr. Ein oder Times, ist auch ein schöner Name. Also, und der sagt, statt Sum sagt er Product, again, 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 das war das erste. Und dann sagen wir, das Produkt wird auf 1 gesetzt. Und dann sagt er Product mal gleich statt plus gleich und hier auch mal gleich. Ich habe hier, wie gesagt, immer noch keine Overflow-Behandlung und solche Dinge. Das gehört eigentlich streng genommen hier noch mit rein. Aber das geht eigentlich zu weit hier jetzt. So, und dann brauchen wir die Definition hier unten. Das heißt, wir sagen Scheme Build in Times wird gebunden an Stern und hat beliebige Anzahl Argumente. Testen wir es ganz kurz. Mal 10, 10, da muss 100 kommen. Mal plus 10, 20 und 30, da kommt was Großes raus. Okay, funktioniert. Also mal funktioniert jetzt auch. Und jetzt kommt unsere User-Defined Function. Also, das heißt, wir sind hier wieder im Eval. Und hier ist unsere Evaluate User Defined Syntax, nee, User Defined Function. Ach, deshalb kam das noch vorher. Genau, weil ich hatte es hier eigentlich. User Def Syntax Eval. So, User Defined Function, was müssen wir machen? Wir haben gesagt, wir müssen ein neues Environment aufbauen. Sie erinnern sich, nochmal ganz kurz. Also erstens mal müssen wir auch alle Argumente, aber wir haben ja eine User Defined Function an der Hand. Das ist unsere User-Defined Function, die hat eine Arglist. Das sind die formalen Args, also zum Beispiel A, B, C. Und dann haben wir hier eine Bodylist, was ja eigentlich nur unsere Expressions mit vielen Klammern und so weiter wieder sind, also ganz normaler Tree. Und im Aufruf, im Call, unser Foo ist gebunden an dieses Ding und wir haben das Foo jetzt schon evaluiert. Wir wissen, dass das eine User-Defined Function ist. Wir müssen jetzt erstmal diese alle Argumente alle evaluieren, rekursiv. Und dann in einem neuen Binding ein neues Environment machen, wo wir A binden an das evaluierte Argument, B an das zweite evaluierte Argument, C an das dritte evaluierte Argument. Und dieses Environment braucht ein Parent, was, wenn man es falsch macht, unser Current Environment ist, wenn man es richtig macht, das Environment ist, was da drin steht, damit wir später unsere Closures richtig können. Das wäre der Parent. Und dann haben wir ein gescheites Environment. In diesem Environment evaluieren wir dann die Bodylist. Da rufen wir dann den Eval wieder rekursiv auf, weil der findet dann da drin das A automatisch richtig zu dem Value. Und wenn es was anderes ist, was außerhalb wäre, dann geht er ja die Parent-Kette hoch und findet auch alle anderen Variablen, die damals zur Definitionszeit so vorhanden waren. Und genau das machen wir jetzt. Den Code, um alle Argumente zu evaluieren, den klaue ich wieder von hier oben, weil den haben wir hier schon mal gehabt. Und zwar hier, da geht er ja auch die Argumentliste durch. Und hier oben, was er da macht, ist, dass er eine Liste baut. Das machen wir jetzt nicht. Die tun wir jetzt gleich in ein neues Environment reinsetzen. Das heißt, wir fangen an. OBJ New Environment. Und das bauen wir als erstes. Also New Env ist gleich. Und wie hieß das Ding? Das war im Scheme Environment, hatten wir das drin. Da gibt es bestimmt ein Create. Nö, gibt es nicht, das ist in Scheme Memory drin, sorry. In Memory, da haben wir doch ein New Scheme Environment. Was war das mit den Num-Elements? Das ist, glaube ich, die initiale Anzahl gewesen, das war nur ein Hint. Also, initial, wie viel werden wir mal anlegen? Machen wir mal 10, weil wir werden hier meistens nicht so viel brauchen. Können wir uns noch überlegen, wie wir es vielleicht besser machen. Das Environment vergrößert sich ja dann, wenn es gebraucht würde. Und dann gehen wir durch, da sagen wir jetzt also, Arglist ist checked cutter, ist das wohl wahr? Ja, wohl ist wohl wahr. While Arglist ungleich Scheme nil, da holen wir das unevaluated Argument, dann evaluieren wir es und der macht hier ein Const, das machen wir nicht, sondern wir machen hier ein Binding. Und jetzt müssen wir auch
zusätzlich zu der Arglist, zu den evaluierten Arg, zu der Evaluierung, laufen wir jetzt gleichzeitig mit der Bodylist, mit der Formal Arglist durch. Das heißt, wir holen hier die Formal Arglist raus und sagen, die ist gleich. Expre ist wahrscheinlich der Car, genau. Also unsere Function ist der Car von Expre. Und dann ist, finden wir die Formal Arglist als func file scheme user defined function Punkt arglist. Das sind unsere Formal Args. Formal Args ist, glaube ich, gut. Formal Args. Und jetzt müssen wir, während, wenn wir jetzt eins evaluiert haben, dann sagen wir obj this formal arg ist gleich der Car von dem Ding. Vielleicht trenne ich das nochmal, weil wir werden gleich prüfen müssen, ob das auch da ist. Weil wenn ich jetzt hier nämlich mehr Argumente angebe, als ich formale Argumente habe, muss ich den Fall behandeln und umgekehrt genauso. Ich könnte ja weniger haben, also zu viele Argumente oder zu wenige mitgeben. Das machen wir dann hier gleich, das prüfen wir da on the fly. Also, da holen wir das formal arg raus und jetzt haben wir den evaluiert. Jetzt müssen wir das Binding machen, da sagen wir add Binding. Habe ich das irgendwo in der Nähe, den Code? Nee. Muss ich hier kurz schauen, wie ich das nochmal aufrufe. Habe ich schon wieder vergessen. Add Binding Environment. Also im New Environment. Machen wir ein Binding und der Key wird das Formal Arg. This Formal Arg. Und der Value wird das Evaluated Arg. Und dann sagen wir Formal Args ist gleich der Cutter von Formal Args. Und außerdem die Arglist, das sind die unevaluated Args. Der Arg-Count brauchen wir nicht mitzählen. Und jetzt gehen wir hier weiter. So. Vielleicht nennen wir die Arglist hier auch nicht Arglist, sondern unevaluated Arglist. Unevaluated Arglist. So, dann haben wir das, holen wir ja das nächste unevaluated Arg, evaluieren es. Dann setzen wir das formale Arg und dann tun wir hier die unevaluated Arglist weiterzählen. So, soweit so gut. Hier an der Stelle, wenn wir da einen Breakpoint machen, hätten wir jetzt ein Environment aufgebaut, in dem Fall, dass die Anzahl tatsächlicher Argumente mit der Anzahl formaler Argumente übereinstimmt. Wir machen den Check gleich. Aber jetzt an der Stelle, jetzt müssen wir die Bodylist einfach rekursiv durch evaluieren in dem neuen Environment. Das heißt, wir machen jetzt hier eine obj remaining body express und remaining body express initialisieren wir auf halt nicht Smalltalk initialisieren wir auf func-file die bodylist func-file bodylist und dann sagen wir while. Die Frage ist, wie behandeln wir das, wenn das gleich nil ist? Das wäre eigentlich ein Fehler, weil Scheme das nicht erlaubt, dass hier hinten kein Body kommt. Das hätten wir eigentlich bei der Lambda-Definition schon checken können. Werden wir vielleicht tun, aber wir sollten es hier vielleicht trotzdem nochmal checken. Das heißt, wir sagen if, oder wir überlegen uns, wie wir es behandeln. Ein leerer Body können wir auch sagen, liefert nil oder liefert void oder irgend sowas. Wäre auch möglich. Lass uns mal Scheme-konform sein und das als Fehler betrachten. Also if, halt nicht das da, if remaining body express gleich scheme nil, dann steht da nichts drin, dann machen wir hier ein scheme error empty body in function oder sowas. Und ansonsten geht es jetzt weiter, also while, eigentlich können wir auch ein do sagen, do. Weil das Ding ungleich scheme nil ist. So, was müssen wir machen? Wir evaluieren das Ding. Das heißt, wir rufen jetzt den scheme eval auf und wichtig, in welchem Environment? Im neuen Environment. Hier oben auch wichtig, die Evaluiererei der Argumente passiert noch im alten. Das ist ganz wichtig, wenn er da aus Versehen New Environment reinschreibt und es käme, und ich würde dann Folgendes machen, ich wäre in einer Function drin, die vielleicht ein A schon hat
Und ich sage hier Fu von plus A1, dann wird das hier ja evaluiert. Es muss aber noch in dem Environment von dem hier, nicht in dem neuen, was ich fürs Fu gerade anlege. Weil wenn das Fu selber ein A hätte, dann würde ich da das Falsche erwischen. Ja, also wichtig, die Evaluierung der Argumente erfolgt noch im äußeren Environment und dann kommt der Body dran im Inneren. Am besten, Sie programmieren es mal oder ihr programmiert es dann einfach mal aus und macht da mal ein New Environment rein und spielt dann mal mit Argumenten rum, die genauso heißen wie die Argumente von der aufgerufenen Funktion. Und dann werdet ihr euch ganz schön wundern, was da unten dann passiert. Das sind so kleine Fallstricke, über die man laufen kann. Also Scheme Eval Unevaluate Argument im New. Und genauso natürlich, wenn ich hier jetzt das alte angegeben hätte, dann hätte ich die neuen Values nicht gefunden, sondern irgendwelche Zufallswerte, die vielleicht da sind, vielleicht auch nicht. So, und was mache ich mit dem Ding? Per Definition ist das so, wenn da mehrere Expressions hier hinten drin sind, dass der Return-Wert von der Funktion der Value der letzten Expression ist. Also merke ich mir einfach die letzte und dann mache ich hier eine Variable rein, die heißt LastValue und dann setze ich da einfach den Value immer wieder drauf. LastValue ist der da und dann bleibt da automatisch der letzte Value drin liegen und das wird mein Return-Wert. Return LastValue. Fertig. Eigentlich ganz einfach. Halt. Noch nicht ganz fertig, weil ich muss natürlich mein Remaining Body Express weiterzählen. Cutoff von Remaining Body Express. Und das war's dann, hoffentlich. So, Make. Wahrscheinlich gibt es einen Compile-Fehler, natürlich. A undeclared. Was sagt er? Ah ja, das ist ein blöder Tippfehler. Nehmen. Wieder einer, Redeclaration of Last Value. Oh, habe ich da schon mal Last Value gehabt? Okay. Dieses IstMerge-Scheme-Nil, das kann man dann nehmen, wenn man das nicht macht hier. Dann hätten wir automatisch im Last Value Nil drin, wenn man leere Bodies erlaubt. So brauchen wir es eigentlich nicht. ArcList habe ich noch undeclared. Ah ja, das habe ich umbenannt, das heißt unevaluated ArcLists. Und dann muss ich wahrscheinlich, ja das war's, übernehmen, bauen, noch was, halt. Weighted Arc. Noch einer. Last Scheme Eval Unevaluated Arc, das ist schon wohl Quatsch, weil ich will hier natürlich den Body, das heißt, das ist der Car. Vielleicht machen wir es so, OBJ this Body Expr ist gleich der Car von dem Ding. Und dann können wir hier, oder sollen wir es Next nennen, Next Body Expression, na, ist egal. Und jetzt hat es geklappt. Okay. So, jetzt kommt der große spannende Moment. Define foo von AB als plus AB und vielleicht noch eins drauf. Und dann sagen wir foo von 10 und 20. Und jetzt Daumen drücken. Nichts klappt. wie immer. Also, was haben wir falsch gemacht? Wir sind in Evalist, klar, wir sind in User-Defined Function, auch klar. Jetzt sagt er this car formal args. Und was hat er hier? Und er sagt, er hat kein non-cons given to car. Jetzt gucken wir mal, was der car war. Moment, jetzt wäre das eigentlich recht, wir hätten sowas wie ein Debug-Print. Das Schöne in Smalltalk ist, dass man im Smalltalk sitzt und jetzt eigentlich da dran reingucken kann. Jetzt habe ich keinen Printer dafür, natürlich, weil ich draußen bin. Ich müsste jetzt eigentlich ins Memory reingucken. Ich kann aber im GDB, habe ich die Möglichkeit, so einen Print aufzurufen. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, das ist blöd, dann machen wir hier so einen Debug-Print. Void Debug von OBJ. O, und weil ich das so oft tippen muss in Zukunft, nenne ich das mal ganz kurz D. Und der ruft mir mein Print auf. Der ruft auf Scheme Print. Das O mit Print auf Standard Out.
Okay, übersetzen. Bauen. Ja. Und jetzt das gleiche nochmal. Define foo von AB als plus AB1 und foo von 10, 20. Und jetzt kann ich nämlich, wenn ich das so definiert habe, kann ich den in GDB kann ich sagen call D von O zum Beispiel in dem Fall. Und dann kann ich in meinen Debug print von wegen. Was sagt er jetzt? Ach du Schande, jetzt geht es nicht einmal das. Schade. Invalid Address. Okay, das O scheint mir ganz kaputt zu sein. Gehen wir nochmal hoch. Was haben wir denn da drin? Formal Args. Call D von Formal Args. No simple Formal Args. Na, es wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn das hätte funktioniert. Schade, schade, schade. Da muss ich doch so reingucken. Also, unevaluated Arg. Was ist das Formal Args? Formal Args. Wieso sieht er da nichts? Da ist es doch. Also machen wir es anders, machen wir es klassisch. Sagen wir hier printf UDF Doppelpunkt und dann printf, was haben wir hier als erstes? Da lacht er dahinter, aber so läuft es. Die Function, func ist, und dann machen wir hier d von func und dann ein newline noch, printf backslash newline. Und ihr wolltet sehen. Formal args. Formal args, print formal args und newline. Und das war's erstmal. So, und jetzt in der Loop machen wir hier vielleicht mal ein print. Das muss ich hier machen. Jetzt hole ich das hier raus, weil es könnte sein, dass da schon alles kaputt gemacht wird. Und mache das einzeln hier unten. So. Da kann ich jetzt schön hier meine Prints reinmachen. Also, was hat er jetzt? Unevaluated ArgList. Da will ich jetzt eigentlich das UArg ausgeben und das wird das Unevaluated Arg. Und dann will ich das Evaluated Arg ausgeben. Und das reicht mir jetzt erstmal. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen mit dem Debug. Bevor ich nachher zu viel reingebe. Bloß, das nervt jetzt. Jetzt muss ich das einmal eintippen und mir in einen Copy-Buffer tun. Define foo von AB als plus AB1 und gleich kopieren. Copy. Ich glaube, ich kann hier sogar sagen, Lauf, Scripts, Manage Scripts. Genau, dem kann ich jetzt einen Namen geben, run. Und dann kann ich sagen, Input, das. Und dann kann ich hier sagen, GDB will ich haben, run. So, add. Jetzt habe ich nämlich ein Skript. Und jetzt kann ich hier sagen, schauen wir mal, ob es funktioniert. Wo war es mein Skript? Lauf, Scripts, run. Ah, das geht nur, wenn er gestoppt ist. Okay, also muss ihn erstmal stoppen. An und für sich und dann resetten sogar. Ja. Ja, also das Skript muss ich editieren nochmal. Moment, das mache ich jetzt einmal, weil ich muss das bestimmt noch 10-mal eingeben. Manage Scripts, run. Das brauche ich alles gar nicht. So. Close. So, jetzt kann ich den weiterlaufen lassen und hier dieses Skript run. Ah, jetzt brauche ich es nicht mehr tippen. Sehr schön. Okay, und jetzt kann ich sagen, foo 10. 20 nochmal. Und was gibt er aus? Er sagt User-Defined Function. Vielleicht hätte ich doch lieber Breakpoint mal gemacht an der Stelle nochmal. Warum tut das nicht? Vermutlich, weil ich das nicht vordefiniert habe in meinen Prototypes, weil er wieder als gedacht hat, es wäre ein Integer. Das ist ein Void. Nochmal bauen. Ah, Script run.
Das hätte ich auch gleich mit Nein machen müssen. Aber ich setze jetzt gleich einen Breakpoint drauf auf das Eval, und zwar hier an die Stelle, wo wir letztendlich hier reinkommen. Okay. So, jetzt Step New Environment. Jetzt kommt Function Foo. Ha, schon mal soweit richtig. Halt mal Function Foo. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist nicht die Function. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Der Caller hat schon falsch gemacht. Und zwar habe ich da einfach, es war wieder Copy-Paste. Hier sagt er, das ist eine User-Defined Function, und zwar die Func, die er schon ausgerechnet hat. Er gibt mir dann aber wieder die Expression, was noch die unevaluated ist. Da kommt jetzt quasi noch Foo und dann der ganze Rest. Das heißt, ich sollte dieser User-Defined Function vielleicht schon aufdröseln, dass ich das Funktionsobjekt, was ich ja schon an der Hand habe an der Stelle, also hier drin habe ich Func or Syntax schon da. Func or Syntax ist hier schon indirekt Func or Syntax. Ist hier schon die User-Defined Function, wie man hier sieht. Ja? Aber das Expr, was ich da habe, das ist natürlich noch die Unevaluated Expr zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich müsste hier meine User-Defined Function vielleicht aufrufen mit dem und mit dem Cutter von Expr. Dann hätte ich hier schon zum anderen die Argumentlisten schon mitgegeben. Das war mein Problem. Und dann ändert sich das hier. Das heißt, ich rufe das hier auf mit einer Function. Und das ist die Unevaluated Arglist, vielleicht die U-Arglist, was da reinkommt. Und dann brauche ich das nicht mehr. Tatsächlich ist das die Unevaluated Arglist, die wird, glaube ich, nicht weitergeschaltet. Doch, die wird weitergeschaltet, das ist blöd. Dann nennen wir das mal Unevaluated Arglist. Und dann nenne ich das hier Remaining Unevaluated Args. So. Und dann sagen wir hier, remaining unevaluated args ist gleich das hier. Ein schönerer Name. Weil remaining ungleich nil, dann hole ich mir den char raus und dann sage ich hier, remaining ist cutter von remaining. Sehr schön, das ist lesbarer. Okay, und dann, was brauchen wir noch? Das war es, glaube ich, dann schon. Die Func habe ich, alles klar, übernehmen. Bauen. Ja. Ja, und mein Skript, bis ich das ausgewählt habe, das gehört auf den Button. Foo von 10.20, das gehört auch ins Skript rein. Also jetzt nochmal Step, 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 Remaining. Und jetzt ist nicht. Jetzt holt er sich das erste Unevaluated Arg raus. Zack, printet es. Das Unevaluated Argument ist 10. Ja gut, das evaluiert zu sich selber, aber ist egal, jetzt evaluieren wir es. Jetzt kriegen wir das Evaluated Arg, ist auch 10. Okay, jetzt schiebt das formale Arg, holt er sich das erste Formal Arg. Da gucken wir mal rein, ob das auch stimmt. This Formal Arg ist ein Symbol, wunderbar, das haut hin. Und jetzt kommt das Binding im New Environment. Jetzt schiebt er die Formal Arg weiter und die Liste weiter und kommt beim nächsten raus. Okay, jetzt kommt die 20 dran. Perfekt. Binding und es geht weiter, jetzt ist er durch. Jetzt holt er sich die Bodies. Okay, holt er sich den ersten Body. Und der Body ist ja das Plus. Der Body besteht aus einem Element, nämlich der Liste. Und jetzt evaluiert er dieses Body in dem Ding und da kommt raus ein Error. Missing Key Plus. Aha. Warum? Key Plus Missing. Weiß es jemand? In welchem Environment steckt das Plus? Ganz oben im Top-Environment. Und wir haben ihm jetzt das Environment mitgegeben und ich vermute, wir haben vergessen, den Parent zu setzen. Haben wir überhaupt schon einen Parent-Support drin in unserem Environment? Möglicherweise haben wir das noch gar nicht drin. Mal schauen. Environment. Da gibt es... Der sucht hier durch. Ja, machen wir eine Pause. Sehr gute Idee. Also, kleine kurze Pause.